willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute habe ich einen wirklich sehr interessanten Fall. Auch wenn der was älter ist, wird da bis heute dran herumgerätselt. Es gibt Fälle, für die gibt es zahlreiche Zeugen. Für diese Fälle, da gibt es Berichte von Ärzten, da gibt es Ermittlungsakten der Polizei, da gibt es Eintragungen in die Bücher der Pfarrei. Und eben die beglaubigten Niederschriften von Zeugen, die all das gesehen und erlebt haben. Es gibt Fälle, die sind dabei so spektakulär, dass bis heute an deren Aufklärung gearbeitet wird. So ist das Ganze auch in dem Fall Esther Cox. Über diesen Fall, da wurden schon zahlreiche Bücher verfasst, ein paar davon blende ich hier jetzt einmal ein. Aber egal, wie die Autoren an diese Sache herangegangen sind, ob sie mit dem Gedanken daran gegangen sind, dass etwas Paranormales passiert ist oder dass sie das Paranormale ausschließen wollten, bis heute hat niemand eine Erklärung dafür liefern können, was es denn gewesen sein könnte, wenn nicht das, was von den Zeugen geschildert wurde. Wenn man die Geschichte von Esther Cox liest und sieht, was dieser jungen Frau passiert ist, dann könnte das Ganze glatt als Vorlage für heutige Horrorfilme dienen. Einer der Hauptzeugen, das war ein Arzt, der im Haus der Familie zugegen war, als viele dieser Dinge passierten, und er schrieb da einen Bericht darüber. Aber diesen Bericht, den hat er nie in irgendwelchen Fachzeitschriften veröffentlicht, die es auch damals schon gab. Und das Ganze hat einen Grund. Er hat die Häme und den Spott der anderen Mediziner gefürchtet. Und so wurde das Ganze erst nach seinem Tode veröffentlicht. Und zu Beginn seines Berichtes heißt es dann auch, selbst ehrliche und skeptische Personen, die waren bei verschiedenen Situationen schnell davon überzeugt, dass hier keine Täuschung vorliegt. Würde ich diesen Fall in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlichen, bin ich sicher, er würde von der Fachwelt nicht anerkannt und ich der Häme und dem Spott ausgesetzt. Aber ich bin mir genauso sicher, ich selber hätte solche Dinge auch nicht glauben können. Es ist das Jahr 1878. Wir befinden uns im Ort Amherst in Nova Scotia, Kanada. Heute ist, wie ihr auf dem Foto sehen könnt, Amherst eine Kleinstadt. Zur damaligen Zeit war das Ganze aber ein wirklich kleiner Ort. Zu dieser Zeit lebte in diesem Haus, das ihr hier sehen könnt, eine junge Frau namens Esther Cox. Sie lebte dort aber nicht alleine. Sie wohnte dort zusammen mit ihrer Schwester Olive und deren Ehemann, sowie mit deren Söhnen Daniel und John und ihrer jüngeren Schwester Jenny. Die zu dieser Zeit 18-jährige Esther, die ihr hier auf dem Bild sehen könnt, die hatte zu dieser Zeit schon den ein oder anderen Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Ihre Mutter verstarb, als sie gerade einmal 8 Jahre alt war, und einige Zeit später, da verließ der Vater die Familie, um mit einer anderen Frau ein neues Leben zu beginnen. Sie war lange Zeit ein sehr ruhiges, stilles Kind. Aber als sie dann heranwuchs und eine junge Frau wurde, da änderte sich das und sie schien so langsam etwas aufzublühen. Und eigentlich hätte sie ein ruhiges und schönes Leben in diesem Ort führen können, wenn es da nicht einen Vorfall gegeben hätte, der auch als Auslöser für all diese merkwürdigen Dinge gilt, die danach passierten. Esther hatte sich verliebt, und zwar in den örtlichen Schuhmacher namens Bob McNeil. Und so freute sie sich sehr, als er sie dann eines Tages zu einer Kutschfahrt ins Grüne mit Picknick einlud. Aber Bob McNeil war nicht der Gentleman, für den ihn Esther gehalten hatte. Während des Picknicks, da zog er eine Waffe und versuchte, sie zu vergewaltigen, aber Esther wehrte sich und schrie und flehte ihn an, das nicht zu tun, und so ließ er dann irgendwann von ihr ab. Dieses Ereignis hatte sie physisch zwar nicht verletzt, aber ihrer Psyche schweren Schaden zugefügt. Aber Esther erzählte niemanden, was vorgefallen war, aber ihre Stimmung, die änderte sich, sie wurde mürrisch und ungehalten und weinte sich oft in den Schlaf. Ihre Schwester und deren Mann, die hatten mehrfach versucht herauszufinden, was mit ihr nicht stimmte, aber Esther schwieg. Dies war dann auch der Zeitpunkt, an dem die merkwürdigen Dinge begannen. An einem Abend kurz nach dem Vorfall mit diesem Schuhmacher, da legte sich Esther zum Schlafen und ihre kleine Schwester, die wollte bei ihr übernachten. Beide lagen im Bett und unterhielten sich noch etwas. Aber mit einem Mal bemerkten sie am Fußende etwas Seltsames und sie blickten hinunter und dann sahen sie, dass sich unter der Bettdecke irgendetwas bewegte. Beide schrien erschrocken auf und rissen die Bettdecke fort, aber da war nichts. Von den Schreien alarmiert, da stürmten
Esthers ältere Schwester und ihr Ehemann ins Zimmer und sie fanden die beiden kauernd, verängstigt auf dem Bett vor. Jenny erzählte, was passiert war, und der Mann der älteren Schwester begann sofort damit, das Zimmer zu durchsuchen, aber er fand nichts. Nur einen Abend später, Jenny hatte Esther wieder zu Bett begleitet, da hörten die beiden unter Esthers Bett ein merkwürdiges Rascheln. Sie sahen sich kurz erschrocken an und fassten all ihren Mut zusammen und blickten unter das Bett. Esther hatte unter dem Bett eine Kiste und in dieser Kiste, da waren Dinge, die sie über die Jahre hinweg gesammelt hatte und die sie einfach behalten wollte. Und diese Kiste, die gab merkwürdige Geräusche von sich. Irgendetwas in dieser Kiste schien zu leben. Die beiden knieten sich vor das Bett und zogen vorsichtig diese Kiste hervor. Esther entriegelte vorsichtig das Schloss und dann gab es einen lauten Knall im Zimmer. Der Deckel der Kiste öffnete sich und alle Gegenstände flogen hinaus und verteilten sich im Raum. Durch diesen lauten Knall, da wurden die ältere Schwester und ihr Ehemann erneut alarmiert und sie rannten wieder in das Zimmer von Esther, fanden die beiden auf dem Boden vor und im ganzen Zimmer verteilt die kleinen Schätze aus der Kiste. Als Esther und Jenny ihnen erklärten, was passiert war, da wollten die beiden ihnen nicht so recht Glauben schenken und baten sie, mit dem Unsinn aufzuhören und sich nun schlafen zu legen. Zwei Tage später. Esther lag in ihrem Bett und neben ihr, da saß ihre besorgte ältere Schwester Olive und machte ihr Wadenwickel. Tags zuvor hatte bei Esther Fieber eingesetzt und trotz aller Hausmittelchen, die diese Familie hatte und der Wadenwickel, da stieg das Fieber immer weiter. In einem Moment, als Olive ihr ein paar Wadenwickel machte, da bäumte sich Esther plötzlich auf und schrie. Olive sah sie an und erschrak. Esthers Gesicht war plötzlich stark angeschwollen. Sie kippte nach hinten und begann damit, wild um sich zu schlagen. Olive rief nach ihrem Mann und wollte Esther dann an die Arme fassen, um sie stillzuhalten. Aber Esthers Temperatur war so hoch, dass es Olive an den Händen wehtat, sie zu berühren. Der Mann von Olive, der stürmte ins Zimmer und plötzlich konnten beide beobachten, wie Esthers Körper anfing aufzuquellen. Das Ganze hatte am Kopf begonnen und arbeitete sich langsam weiter den Körper hinunter vor. Esther weinte und schrie, was mit ihr passieren würde, was los sei, dass sie wohl sterben müsste und dass Gott ihr helfen solle. Unter ihrer Haut bildeten sich große Blasen und das über den ganzen Körper hinweg. Ihre Haut verfärbte sich zusehends feuerrot. Ihre Schwester und deren Ehemann, die standen vor dem Bett und konnten kaum glauben, was sie dort sahen. Zwischenzeitlich war Esthers jüngere Schwester Jenny in das Zimmer gekommen und auch sie verfiel in eine Schockstarre über das, was sich dort abspielte. Plötzlich zuckten alle erschrocken zusammen. Später beschrieben sie einheitlich, dass sie in diesem Moment Geräusche gehört hätten wie Donnerschläge, ohrenbetäubend laut. Und als diese Geräusche verhallten, da lag Esther wieder ganz normal in ihrem Bett. Ihre Haut hatte sich normalisiert und sie schien in einem tiefen Schlaf zu sein. Allerdings bemerkte man dann, dass sie nicht wirklich schlief, sondern die Augen öffnete, sich umsah und sich in so einer Art tranceähnlichen Zustand befand. Und der hielt mehrere Tage an. In dieser Zeit jedoch, da vernahm die Familie wirklich merkwürdige Dinge im Haus. Bei mehreren Gelegenheiten, da hatten alle den Eindruck, dass ein merkwürdiges Flüstern von den Wänden herhallen würde. Es gab merkwürdige Kratzgeräusche an den Fenstern. Und der Mann von Esthers älterer Schwester, der sah mehrere Male in dem kleinen Vorgarten seltsame Schatten hin und her huschen. Bei Esther schien sich jedoch so nach und nach alles zu normalisieren. Sie war aus diesem tranceartigen Zustand erwacht und nahm ihre Umwelt nun wieder voll und ganz wahr. Zwar wusste niemand, was ihr gefehlt hatte, aber die ganze Sache schien zunächst einmal überstanden, aber dieser Eindruck täuschte. Nur einen Abend später, nachdem sie aus dieser Trance wieder erwacht war, da fing das Spiel von Neuem an. Sie begann damit, sich im Bett hin und her zu werfen und sie bekam extrem hohes Fieber und Esthers ältere Schwester, die beschrieb das Ganze so, dass es fast schon wehtat, ihre Haut zu berühren. Und ihr ganzer Körper begann erneut sichtbar anzuschwellen.
Die Haut war feuerrot und es bildeten sich wieder Blasen. Esther schrie und wand sich hin und her vor Schmerzen und dann gab es wieder 3 Knallgeräusche im Haus und der ganze Spuk war vorbei. Die nun wirklich verängstigte Familie, die wandte sich an einen Arzt namens Dr. Carrot. Dieser kam in das Haus der Familie und hörte sich zunächst einmal an, was die Familie ihm zu erzählen hatte. Das nahm er dann mehr oder minder skeptisch wahr und betrachtete das Ganze als eine starke Übertreibung tatsächlicher Symptome einer Krankheit. Dann begab er sich hinauf in das Zimmer von Esther. Sie lag in ihrem Bett, sie hatte Fieber und schlief und der Arzt hatte den Eindruck, eine normal erkrankte Frau vor sich zu haben. Aber auch er sollte eines Besseren belehrt werden. Und das schon sehr bald. Als er Esther untersucht hatte, da blieb er noch einige Zeit bei ihr. Er setzte sich auf einen Stuhl neben ihr Bett und beobachtete sie. Zwischendurch kontrollierte er immer wieder Puls und Temperatur. Und dann begannen langsam die merkwürdigen Vorfälle. Als er Esthers Pupillenreflexe untersuchen wollte, da sah er, wie irgendetwas das Kopfkissen hinter ihrem Kopf wegzog. Esthers Hände jedoch, die lagen vorne über der Bettdecke. Das Kissen wurde herausgezogen und einmal quer durch den Raum geschleudert. Gleichzeitig vernahm der Arzt einen lauten, tiefen Schrei. Erschrocken trat er einen Schritt von Esthers Bett zurück. Dann hörte auch er diese schrecklich lauten Donnerschläge, die durch das Haus hallten. Dieser Doktor, das war kein Dummer. Als er sich von diesem Schrecken erholt hatte, da kam ihm der Gedanke, dass das Ganze vielleicht inszeniert sein könnte. Und er begann damit, den Raum abzusuchen. Und zwar sehr gründlich. Als er gerade dabei war, Esthers Kleiderschrank zur Seite zu schieben, um nachzusehen, ob dahinter irgendetwas installiert gewesen sein könnte, da vernahm er hinter sich ein seltsames Kratzgeräusch. Vorsichtig drehte er sich um. Und dann sah er etwas, das ließ bei ihm die Nackenhaare hochgehen. In der Wand über Esthers Bett, da konnte er beobachten, wie von unsichtbarer Hand Worte in das Holz geritzt wurden. Diese Worte, die wurden ein Stück über diese Holzwand hinausgeritzt und trafen auf eine Stuckarbeit. Und von dieser Stuckarbeit, da brach ein Teil ab, der durch den Raum schwebte und vor den Füßen des Arztes hinunterfiel. Und in der Wand, da waren die Worte hineingeritzt worden: Esther Cox, du musst mich töten. Ja, liebe Mythengemeinde, hier ist so ein Punkt, da werden viele von euch sagen, ja, das ist ja nur eine Szene, die kennen wir ja aus sehr vielen Horrorfilmen. Und das stimmt auch. Nur diese Berichte über diesen Fall und die Berichte von diesem Arzt sind ja nicht die einzigen. Die stammen eben aus dem Jahre 1878. Und das sind Originalberichte, die existieren wirklich und die stammen wirklich aus dieser Zeit. Und das sind geschichtliche Dokumente. Und wir wissen ja, wie das ist. Ich lese in den Kommentaren sehr oft, ja, diese Geschichte erinnert mich an den und den Film, obwohl die Geschichte schon 50 Jahre älter ist als der Film. Man muss sich mal mit dem Gedanken anfreunden, dass sich Filmemacher von solchen Geschichten eben auch inspirieren lassen. Und diese Geschichte klingt nicht wie ein Film, sondern der Film klingt wie diese Geschichte. So herum ist das Ganze eigentlich richtig. Wie dem auch sei, so steht es nun einmal in diesem Bericht des Arztes. Ob man das nun glaubt oder nicht, aber Tatsache ist, 1878 hat er es so niedergeschrieben. Nach diesem Erlebnis, wo dieses Wort in die Wand geritzt wurde, da hätten die meisten wohl das Haus irgendwie schreiend verlassen, aber nicht so dieser Arzt. Der ging zwar, nachdem sich alles etwas beruhigt hatte, nach Hause, aber er war fest entschlossen, herauszufinden, was das Ganze war, was Esther so quälte, und so kam er am nächsten Tag zurück. Aber je öfter dieser Arzt in dieses Haus zurückkehrte, desto heftiger wurden die Vorfälle und Attacken. Der Arzt schrieb in seine Unterlagen, dass er den Eindruck hatte, dass seine Anwesenheit diese Dinge noch befeuern würde. Er schrieb, dass er erlebte, wie Möbel in diesem Haus verrückt wurden, ohne dass jemand Hand an sie gelegt hatte, dass sich Schubladen öffnete und deren Inhalt in den Raum hineingeschleudert wurde. Und dann eines Abends, als Esther ruhig zu schlafen schien und der Arzt unten bei der Familie saß und mit ihnen ein Gespräch führte,
Da hörten sie plötzlich Schreie aus Esthers Zimmer und alle stürmten hinauf und da fanden sie Esther. Ihr Körper war mit Schnittwunden übersät, so als hätte sich jemand mit einem Messer an ihr zu schaffen gemacht. Sie hatte Kratzer und blaue Flecken am Körper. Und dann setzten diese Knallgeräusche ein, die immer lauter wurden. Mittlerweile hatten sie eine solche Lautstärke, dass diese Geräusche weit über das Haus der Familie hinweg zu hören waren. Und der ganze Ort, der tuschelte schon darüber, was wohl in diesem Haus vor sich ging. Während dieser Arzt immer wieder erlebte, wie Esther diesen Attacken ausgesetzt war, so erlebte er auch, wie sie nach diesen Attacken in so einer Art Trance-Zustand war und dann Dinge erzählte. Einmal berichtete sie in so einem Zustand eben auch über diese Sache mit dem Schuhmacher, der versucht hatte, sich an ihr zu vergehen. Und auch das notierte der Arzt in seine Unterlagen. Und deshalb weiß man heute überhaupt erst davon, dass es diesen Vorfall gab. Nach diesen Zuständen konnte sich Esther aber nie daran erinnern, was sie erzählt hatte. Und dann setzte eine Phase der Ruhe ein. Nichts geschah mehr über Tage, über Wochen hinweg. Esther erholte sich und alles schien wieder gut zu sein. Sie konnte sogar, wie sonst üblich, den Gottesdienst besuchen. Was sich dann allerdings als Fehler herausstellte. An einem Sonntagmorgen, als Esther das erste Mal wieder den Gottesdienst besuchte, da saß sie mit den anderen Gemeindemitgliedern in der Bank und wartete darauf, dass der Gottesdienst begann. Mit einem Mal gab es dann wieder eines dieser ohrenbetäubenden Knallgeräusche. Die ganze Gemeinde schrie erschrocken auf. Und dann wurden die Bänke von unsichtbarer Hand quer durch das Gotteshaus geschoben. Manche erhoben sich in die Luft und flogen ein Stück. Niemand wurde verletzt, aber die Gemeinde, die verließ erschrocken und schreiend das Gotteshaus. Aufgrund der vielen Gerüchte, die sich mittlerweile um Esther herum gebildet hatten, da war den Menschen sofort klar, wer die Ursache für diese Vorgänge war. Und diese Geschichte breitete sich dann in Windeseile aus. Und so wurden einige Menschen auf diesen Fall aufmerksam. Und eines Tages, da klopfte an das Haus von Esther eine Frau. Und diese Frau, die war in dieser Gegend recht bekannt, und zwar als Medium. Und sie bot ihre Hilfe in diesem Fall an. Die mittlerweile sehr verzweifelte Familie von Esther und der ratlose Arzt, die nahmen dieses Angebot gerne an. Diese Frau war mehrere Tage in dem Haus von Esther und ihrer Familie und sie versuchte, Kontakt mit dem aufzunehmen, was Esther so drangsalierte. Und alle waren überrascht, als sie dann sagte, dass es sich nicht um eine Entität handelt, sondern um mehrere und darunter auch eine von Esthers ehemaligen Klassenkameradinnen, die bereits ein paar Jahre verstorben war. Aber so sehr sich diese Frau auch bemühte herauszufinden, was diese Entitäten überhaupt von Esther wollten, es gelang ihr nicht, irgendeine Aussage zu erhalten. Immer wieder wurde Esther bedrängt und angegriffen. Dann erkrankte sie an Diphtherie. Und während sie Wochen von dieser Krankheit geschwächt im Bett verbrachte, da gab es nicht einen einzigen Vorfall. Die Familie und der Arzt, die atmeten langsam auf, weil sie nun davon ausgingen, dass der Spuk endgültig vorbei sei. Aber so sehr das Ganze während ihrer Erkrankung auch ruhte, umso heftiger kehrte es nach ihrer Genesung zurück. Das Ganze nahm Züge an, die darauf hindeuteten, dass auch immer, was das Ganze war, darauf bedacht war, das Haus zu zerstören. Es begann damit, dass kleine brennende Holzstücke, vielleicht so groß wie Streichhölzer, wie aus dem Nichts von der Decke regneten und Kleider und Möbel in Brand setzten. Das Ganze konnte gelöscht werden, aber immer wieder brach in dem Haus neues Feuer aus. Und dann kam der Moment, als sich das erste Mal vor Esthers Augen etwas manifestierte. Es war ein großer, schwarzer Schatten. Und dieser schwebte bedrohlich über Esther und sie war nicht die einzige Person, die dies sah. Denn zu diesem Zeitpunkt, da hielten sich mehrere Geistliche in diesem Haus auf, die das Haus bereinigen wollten. Je mehr man versuchte, gegen diese Entität zu unternehmen, desto heftiger wurde offensichtlich ihre Gegenwehr. Diese Geistlichen, die versuchten zwar alles, was ihnen zur Verfügung stand, aber letztendlich flüchteten sie aus dem Haus.
Dieser Schatten, der löste sich auf. Aber wenige Tage später, da erschien er aufs Neue. Und anwesend waren der Arzt, die Familie und zwei Ehepaare aus der Nachbarschaft, die die Familie nicht ihrem Schicksal überlassen wollten und sich ein wenig um sie kümmerten. Und dieses Mal vernahmen alle eine Stimme. Und diese Stimme, die klang sehr bedrohlich. Und sie sagte, dass Esther dieses Haus verlassen sollte. Ansonsten würde es brennen, bis auf die Grundmauern, mit jedem, der sich darin befand. Esthers Familie, die mittlerweile mehr als genug Spuk und merkwürdige Vorgänge erlebt hatten, die baten Esther dann auch zu gehen. Eines der anwesenden Ehepaare aus der Nachbarschaft, die waren sehr mutig, die boten Esther an, erst einmal bei ihnen Unterschlupf zu finden. Und einige Zeit herrschte dann tatsächlich Ruhe. Ruhe im Haus der Familie von Esther und Esther selbst hatte auch Ruhe im Haus der Nachbarn. Doch dann erfolgten auch dort die ersten Attacken auf sie. Und Esther wurde klar, sie kann nicht bei den Nachbarn bleiben und sie kann auch nicht zurück in das Haus ihrer Familie. Also beschloss sie, Amherst zu verlassen. Eine Zeit lang da reiste sie von einem Ort in der Umgebung zum anderen und mietete sich dort Zimmer in Pensionen und Hotels. Aber egal wohin sie ging, die Entität schien ihr zu folgen und attackierte sie immer weiter. Als Esther überhaupt nicht mehr wusste, wohin sie noch gehen kann, da kehrte sie nach Amherst zurück und bat die Familie, dass sie sie wieder aufnimmt und die tat das auch. Sie hatten gehofft, wenn Esther dieser Anweisung dieser Entität folgt und das Haus verlässt, dass sie dann Ruhe hätte. Aber das war offensichtlich nicht geschehen. Nachdem Esther das Haus der Familie verlassen hatte, da hat sich auch der Arzt von dieser Familie verabschiedet und er hat dann all diese Dinge, die er in dieser Zwischenzeit erlebt hatte, eben in sein Tagebuch übertragen. Nachdem Esther zurückgekehrt war, da trat dann ein anderer Mann in den Vordergrund. Der hieß Walter Hubble. Der klopfte eines Tages an die Haustüre der Familie und stellte sich vor. Hubble erklärte der Familie, dass er Forscher sei und dass er viele solche Fälle schon untersucht hätte und nun auch im Haus der Familie seine Untersuchungen durchführen wollte. Im Prinzip war Hubble das, was man heute Ghost Hunter nennt. Hubble verbrachte mehrere Wochen im Haus der Familie und er führte verschiedene Versuche durch. Und während dieser ganzen Zeit, in der er im Haus der Familie war, da erlebte er mehrfach Attacken auf Esther und erlebte mehrfach, wie sich Möbel wie von Geisterhand verschoben und wie Dinge durch den Raum schwebten. Aber Hubble gelang es, einen Kontakt zu dieser Entität aufzunehmen. Er versuchte zunächst das Ganze durch Klopfzeichen zu bewerkstelligen, indem er jedem Klopfzeichen einen Buchstaben des Alphabetes zuordnete. Und tatsächlich bekam er irgendwann auf diese Art und Weise Antwort. Und die Entität, die identifizierte sich ihm gegenüber als Maggie Fisher, Bob Nickel, Peter Cox, Jane Nickel und Eliza McNeil. Aber Hubble hatte das Gefühl, dass die Entität trügerisch war und diese Namen einfach nur anführte. Er führte viele seiner Versuche und Antworten, die er dadurch bekam, unter der Aufsicht von Zeugen durch. Es waren zum Beispiel verschiedene Geistliche dabei. Oder eben auch Nachbarn, die sich zu dieser Zeit im Haus aufhielten. Aber diese Befragungen, die wurden zunehmend unheimlicher. Zum Beispiel, als die Entität ihm erzählte, dass sie in der Hölle war und den Teufel gesehen hätte. Hubble versuchte eine ganze Weile, den Kontakt zu der Entität zu festigen, aber mehr als ein paar Antworten gab es nicht. Und die Versuche, die Entität davon zu überzeugen, von Esther abzulassen, die scheiterten völlig. Hubble hatte so viele Dinge in diesem Haus gesehen, dass er davon überzeugt war, dass man diese Geschehnisse einem entsprechenden Fachpublikum vortragen müsste, um gemeinsam herauszufinden, was dort vor sich ging. Und so überredete er Esther, ihre Geschichte auf einem Ärztekongress vorzutragen. Esther ließ sich dazu überreden und fuhr mit Hubble zusammen zu diesem Kongress. Und dort trug Hubble die Geschichte von Esther vor. Er hatte sich erhofft, seitens der Wissenschaft Unterstützung zu erhalten, um dieses Phänomen weiter zu erforschen und Esther dadurch helfen zu können. Das Ergebnis allerdings war, dass ihre Geschichte dort
im Lachen der anwesenden Gäste unterging, sie beschimpft wurde und aus dem Saal verwiesen wurden. Nach diesem Erlebnis da beschloss Esther nie wieder öffentlich über das zu reden, was ihr widerfahren ist. Sie kehrte nach Amherst zurück und verließ ihre Familie und nahm eine Anstellung bei einem Farmer namens Arthur Davison an. Als sie eines Tages in der Scheune arbeitete, da wurde sie von dieser Entität angegriffen. Und während das geschah, da sprühten Funken durch die Scheune und entzündeten sie. Und diese Scheune brannte komplett ab. Der Farmer, der ihre Geschichte kannte, der machte sie persönlich dafür verantwortlich, weil sie diese Entität mitgeschleppt hatte auf seinen Hof. Und interessanterweise sahen das die Polizei und die Richter ähnlich und Esther wurde zu einem Monat Gefängnis verurteilt. In diesem Gefängnis kam es dann zu einer letzten großen Attacke auf sie. Diese spärliche Einrichtung, die es dort gab, die wurde angehoben und durch die Luft geschleudert und das Ganze passierte eben auch mit Esther. Und dieses Mal wurde das Ganze von zwei Sheriffs beobachtet und einer Kraft, die dort im Gefängnis arbeitete. Die sind nämlich durch diesen Lärm aufmerksam geworden und haben sich zur Zelle von Esther begeben. Nach dieser Attacke, da wurde das Ganze immer ruhiger. Es gab natürlich noch eine Reihe von Vorfällen, aber die waren verglichen mit dem, was bis jetzt mit ihr passiert war, äußerst gering. Ein paar Kratzer wurden in die Wand gerissen, ihr Besteck im Gefängnis wurde vom Tisch gefegt, solche Dinge eben. Und von Mal zu Mal wurden diese Attacken weniger, bis sie letztendlich völlig verschwanden. Esther würde in ihrem Leben zweimal heiraten, bevor sie 1912 im Alter von 52 Jahren verstarb. Der Arzt, der der Familie beigestanden hatte, der verstarb ebenfalls im Alter von 52 Jahren, allerdings Jahre zuvor, und er hinterließ seine Tagebuchaufzeichnungen. Diese nahm Hubble an sich und er schrieb einen Bericht über diese ganze Sache. Darin integriert die Tagebuchaufzeichnungen des Arztes und seine eigenen Erlebnisse. Ebenfalls sind darin enthalten die eidesstattlichen Aussagen verschiedener Zeugen, die bestätigen, welche Dinge sie in dem Haus erlebt und mit eigenen Augen angesehen haben. In den Pfarreien der umliegenden Orte gibt es Eintragungen der Geistlichen, die versucht haben, diese Entität durch Exorzismus auszutreiben, was allerdings nicht gelang. Auch da gibt es ausführliche Einträge über das Erlebte. Im Dienstbuch des Gefängnisses, in dem Esther einsaß, ist ebenfalls diese Attacke vermerkt und das, was die beiden Polizisten und die Angestellte des Gefängnisses gesehen haben. Insgesamt gibt es über 60 Aussagen in diesem Fall. Aber egal wie viele Zeugen es in dieser Sache gibt, es bleiben jede Menge Fragen offen. Und die Hauptfrage, wie bei allen Fällen, ist: Was ist dort geschehen? War es ein Spuk oder wurde das Ganze vielleicht durch sie selbst ausgelöst, aufgrund der Erfahrung, die sie mit diesem Schuhmacher gemacht hatte, was natürlich dann auch wiederum ein Phänomen wäre? Oder war das Ganze nur eine geschickte Scharade, wobei man sich natürlich dann fragen müsste, wie all das in die Wege geleitet wurde? Alleine diese Sache beim Gottesdienst, wo die Bänke durch die Gegend geflogen sind und die gesamte Gemeinde da Zeuge von war. Es gibt eben all diese Theorien und ihr könnt euch 10 Bücher über diesen Fall kaufen und ihr werdet 10 verschiedene abschließende Antworten erhalten, aber eben keine, die wirklich eindeutig belegt wäre, sodass man sagen kann, yo, das ist es gewesen. Es gibt nachfolgend nicht mehr allzu viele Informationen über Esther, eben nur, dass sie zweimal geheiratet hat und dann im Alter von 52 Jahren verstarb. Was diesen Fall ebenso außergewöhnlich macht, das ist diese Vielzahl an Zeugen, die es gibt, die eidesstattlich erklärt und mit ihrer Unterschrift besiegelt haben, was sie dort in diesem Haus erlebt haben. Darunter waren eben der Arzt, es waren Polizisten, es waren Geistliche, es waren Nachbarn, Freunde, alle möglichen Menschen waren da Zeuge dieser Vorgänge. Natürlich kann man jetzt sagen, alles Quatsch, alle Lügen, alle haben Drogen genommen oder sonst irgendwas. Da ist die Frage dann, wie ernst man solch eine Aussage in so einem Fall noch nehmen kann. Um das zu beseitigen, wonach es aussieht, nämlich nach einem Spuk, bleibt in so einem Fall wahrscheinlich nur die Erklärung dessen, was es tatsächlich war, wenn es kein Spuk war. Bis dahin können wir alle nur raten,
was es gewesen sein könnte, aber eines kann man nicht, diese Sache leugnen und als Spinnerei abtun. Dafür gibt es einfach zu viele Zeugen und zu viele Berichte darüber. Und niemand dieser Zeugen hätte irgendetwas davon gehabt, diese Dinge zu bezeugen, obwohl sie nicht stimmen. Man muss sich da mal vergegenwärtigen, wie viele Menschen dort hätten mitmachen müssen, um diese Geschichte zu erzählen, die alle lügen, und zwar für Nüsse. Denn niemand hat irgendetwas davon gehabt, seine Unterschrift unter das zu setzen, was er vorher ausgesagt hat, um eine Geschichte zu erfinden, die nicht stimmt. Niemand. Also es gibt da im Prinzip überhaupt keinen Grund, sich da irgendwas zusammenzulügen. Da wird wohl schon irgendwas gewesen sein. Die Frage ist eben nur, was. Und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal alleine, und wenn ihr mögt, dann könnt ihr ja in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Und wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.